Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich will mich an der Stelle besande Debatte und ich glaube kaum, dass jemand bereut wird, heute diese Zeit investiert zu haben für diese Gesamtmitgliederversammlung der Gera Linken. Ich denke, es ist heute deutlich geworden, die Linke lebt, die Linke ist aktiv, auch hier in Gera, und das werden wir in diesem Stadtverband ganz konsequent fortsetzen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Programmdebatte einen kleinen Beitrag leisten konnten für einen guten Abschluss dieser Diskussion dann am Erfurter Parteitag im Oktober, wenn dieses Programm zur Abstimmung steht. Ich bin ja einer der Delegierten des Stadtverbandes zum Bundesparteitag und werde dort auch versuchen, gemeinsam mit der gesamten Thüringer Delegation dies genauso zu organisieren. Ich möchte nochmal auf zwei aus meiner Sicht auch noch zentrale Botschaften, die auch in der Diskussion sich heute wiedergespiegelt haben, eingehen, die wir mit nach Hause nehmen sollten, auch mit dem nötigen Optimismus, die kommenden Wochen und Monate anzugehen. Die Linke lässt sich nicht unterkriegen. Die Linke ist gerade dabei, ein Profil, ein politisches Profil nachzuschärfen mit der Programmdiskussion, das dann auch deutlich in der Öffentlichkeit verkündet und verkauft werden soll. Und die Linke braucht, und das hat Herr Wolfgang hier nochmal eindrucksvoll gesagt, die Linke braucht natürlich auch neue Mitglieder, neue Genossinnen und Genossen. Und deswegen bitte ich euch, nehmt dies mit nach Hause auf den Weg, wenn ihr ins Gespräch kommt, jetzt auch am Wochenende und in den kommenden Wochen und Monaten der Sommerferien, wo sich Familien treffen. Geht darüber auch in die Diskussion in eurem Bekannten- und Verwandtenkreis, im Kreis der Nachbarn und sagt, es ist so, die Linke steht für die Interessen der Mehrheit dieser Menschen, nicht nur in unserem Land, sondern auch in dieser Stadt. Und wir brauchen aktive Mitstreiter, die sich gemeinsam mit uns aufmachen, diese Verhältnisse, die zum Himmel schreien, so wie wir es gerade hier in der Diskussion auch gehört haben, zu verändern. Und dann können es auch hier in Gera einen größeren Zustrom geben von denen, die mit uns gemeinsam die nächsten Jahre angehen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich am 6. August. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bedanke mich auch hier im Cook für die gute gastronomische Bewirtung und die organisatorischen Zusammenarbeit. In diesem Sinne auch Ihnen ein herzliches Dankeschön.